Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Vorbericht Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Ja, wir schauen uns wie immer sämtliche Statistiken, mögliche Aufstellungsfacts, wenn um Fazit und Tipps an zum Spiel am Ende natürlich noch. Es ist natürlich ein Highlight-Spiel. Na, wir treffen auf die Mannschaft. Erstmal auch willkommen an alle Frankfurter, die hier gucken, die vielleicht die Hype-Mannschaft ist der letzten Jahre und Wochen. Na, ich selber sehe mich international auch immer wieder Frankfurt gucken, weil es einfach Spaß macht, diese Mannschaft, diese Entwicklung. Es ist wirklich ein Team, wo wir uns, glaube ich, langfristig dran gewöhnen werden. Und es ist auch völlig verdient, dass man sie da vorne unter den Top 5 sieht. Ne? Unglaublicher Mitgliederzuwachs habe ich gesehen. Das ist unfassbar, was sie da auch nicht nur auf dem Platz, sondern neben dem Platz mittlerweile leisten. Es funktioniert im Scouting etc. Es ist ein absolutes Top-Team. Dementsprechend erwarte ich hier auch eine gute Stimmung bei uns im Stadion. Wir erwarten einen schwierigen Gegner, der unfassbar gut in den Schnittstellen ist. Gerade da ihre Stärke sieht mit Götze, Lindsay und Kamada, sehe ich immer wieder, wie die da wirklich gute Lösungen finden, die Schnittstellen kommen und vorne dann mit Kolumuani einen absoluten Hype-Stürmer haben. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie wir uns da schlagen. Wir werden uns auch Aufstellungen natürlich und alles angucken. Schauen wir uns jetzt erstmal die Statistiken an. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf das Match und natürlich den Daumen hoch, wenn es euch hier wie immer gefällt und mich einfach ein bisschen supporten. Ja, Frankfurt steht auf einem starken 5. Platz, ne, gegen Dortmund durch eine wirklich richtig heftige VAR-Fehlentscheidung. Das Spiel verloren, hätten das wahrscheinlich dann sogar gewonnen. Top 10, Top Start in die Saison, 6 Punkte in dem 1. Platz. Man sieht einfach, die sind auch stark in Form, ne, unabhängig von der Niederlage gegen Dortmund, wo wirklich auch nicht verdient war in meinen Augen. Wir müssen langsam wieder zu Ergebnissen finden, sind auf Platz 13, ne, haben vor allem, wir haben gute Ergebnisse, aber dann hinten raus verlieren wir momentan alle Punkte. Das ist richtig bitter gegen Leipzig, dann 3-0 verspielt und jetzt auch gegen Stuttgart ein spätes Gegentor bekommen, obwohl es auch dann hinten raus schon verdient war und wir darum gebettelt haben. Schauen wir uns jetzt mal die Heimtabelle an vom FCA. Platz 17 stehen wir da wirklich nur mit 5 Punkten auf 6 Spielen, 1 Sieg, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Aber die letzten Heimspiele waren schon deutlich besser. Ich bin hier relativ guter Dinge, dass wir gegen Frankfurt was mitnehmen können. Der andere Blick hier auf Frankfurt steht auf Platz 6 in der Auswärtstabelle. Also durchaus eine starke Auswärtsmannschaft, wo fähig ist, Teams zu ärgern, haben sie ja jetzt auch international gezeigt, wie sie da in Lissabon gespielt haben. Auch Glückwunsch von meiner Seite zum Weiterkommen. Freut mich mega für die Eintracht. Wir stehen hier auch auf Platz 7 auswärts. Also wir haben eher auswärts tatsächlich gepunktet, wobei uns die letzten Auswärtsauftritte von uns nicht gefallen haben und die Heimauftritte schon. Sprich, das ist eher so eine Tendenz von den ersten Spielen. Ich finde, dass wir heim schon zurzeit wirklich wieder besser spielen. Insgesamt gab es dieses Spiel 29 Mal, 8 Mal gewann der FCA, 10 Mal die Eintracht, 11 Unentschieden, 34-44 Tordifferenz. Also hier relativ ausgeglichen. In den letzten 4 Heimspielen gab es ein Unentschieden, ein Sieg für Frankfurt, ein Sieg für Augsburg, ein Sieg für Frankfurt. Also leichte Tendenz für die Eintracht hier die letzten Wochen und Jahre natürlich. Jo, so schauen wir uns erstmal diese Stats hier an. Tore pro Spiel, Frankfurt klar vorne, einer der torgefährlichsten Mannschaften der Liga. Man hat hier einfach eine Mannschaft, die vor allem offensiv mit die stärkste ist. Das muss man so sagen, da müssen wir wirklich sehr, sehr aufpassen. Großchancen pro Spiel, spielen sich die Frankfurter auch unfassbar viele raus. Dribbling-Erfolge sehr, sehr stark, 18-26, 9 Pressing-Aktionen, ja, auch wir Augsburger, was das Pressing angeht, sehr aktiv. Da müssen wir wirklich jetzt gucken, dass uns hinten aus nicht die Luft wieder ausgeht. Wir spielen sehr intensiv, sogar mehr Pressing-Aktionen vom Prozentual gesehen als Frankfurt, das sagt schon einiges. Wie wir draufgehen, Passquote klar, Frankfurt ganz klar vorne. Und Fouls pro Spiel, beide Teams in ähnlichen Werten. Es wird ein intensives Spiel, beide Teams sehr gut gegen den Mann und sehr nah dran am Mann. Also es wird wirklich intensiv. Kommen wir zu möglichen Aufstellungen erstmal vom FC Augsburg. Das ist natürlich wieder eine Wundertüte. Man kann natürlich beim gewohnten System bleiben. Da kommen jetzt Baumgartlinger und Meier ins Spiel. Auch ein Freddy Jensen wurde auf der PK genannt, ne? Ich habe jetzt mal so aufgestellt, ich gehe mal davon aus, da Framberger jetzt nicht spielen kann, dass Petersen rechts spielen wird, Iago links, falls wir Viererkette spielen. Na, man kann jetzt nämlich auch auf Dreierkette umstellen wieder. Urukai und Oxford, na, ist auch wieder im Kader. Das ist enorm erfreulich, Leute. Also wenn man hört diese zwei Namen auf der Bank zumindest oder eventuell auch Urukai von Anfang an, das ist top. Man hat Optionen, also er hat jetzt gesagt, man könnte eventuell mit 3 Mittelfeld spielen, also ein 4-3-3, dann würde er wahrscheinlich Niederlechner eher rausrotieren, Vargas kann scheinbar,
Dann würde das so ausschauen, dass Meier und Jensen, also mit zwei Achtern spielst und einem Sechser, das wäre dann Baumgartlinger. Also ich gehe davon aus, wirklich, dass Baumgartlinger spielt. Ne, Tempo ist jetzt kein Argument, einen Sechser nicht zu bringen. Nicht viele Sechser sind gerade schnell in der Liga. Ein Sechser ist oft vom Kopf her, weiß, wie man die Abstände hält, wie man dirigiert, die Pässe, das Spiel eröffnet. Das ist ein Sechser. Ein Sechser muss nicht schnell sein, Leute. Kimmich ist auch nicht schnell. Ja, das ist einfach nicht zwingend notwendig. Baumgartlinger wird, denke ich, spielen neben Meier. Ich gehe davon aus, dass beide zu 100% eigentlich spielen. Auch ein Pedersen wäre eine Option fürs Mittelfeld, wurde gesagt. Aber da ich davon ausgehe, dass wir auch in der Dreierkette wird der Pedersen dann Schiene rechts spielen, in der Viererkette dann rechts, wird Pedersen auch Flügel ausweichen. Ich denke, das könnte dann so gelöst werden oder halt mit Niederlechner vorne, dann würden Baumgartlinger und Meier im Mittelfeld spielen. Baumgartlinger wird aufgrund seiner doch defensiven Stabilität, die er einigermaßen schon hat, der schon auch im Zweikampf nicht schlecht spielen, ein Petkoff und Meier oder Meier und Jensen wäre viel zu offensiv. Das geht nicht gut aus, auch wenn man dann sagen könnte, einer kann Sechser spielen. Das sind keine gelernten Sechser. Baumgartlinger kann eher dieses Defensive, also wird er spielen. Wie gesagt, es kann auch eine Dreierkette werden. Oxford, Udokai sind wieder da, Winter ist auch da. Es kann gut sein, dass sie mit Jeff Bauer und Udo starten. Ja, wäre ich auch gespannt drauf, wenn wir das machen, wie dann die Spielanlage ausschauen würde. Also ich bin wirklich ultra heiß auf das Spiel. Frankfurt hat auch einige Optionen. Bei Lindström weiß man nicht, ob es reicht. Da wurde in der Champions League zur Halbzeit ausgewechselt. Na, der Rode hat dann das Spiel mit entschieden. Na, vor allem die Offensive ist ja brutal. Kolumuani, Kamada, Götze und Lindström, ne, die können auch alle drei spielen. Da hinter Kolumuani ist schon brutal. Boré auf der Bank, ein super Team. Meistens oft mit Dreierkette, können aber mittlerweile auch auf Viererkette umswitchen. Na, das ist halt sehr flexibel, bei denen ich gehe jetzt mal von Dreikette aus, so richtig stark. Rode hat sich enorm stabilisiert in Frankfurt, Ansgar Knauf, Pellegrini. Na, Pellegrini kommt dann eher über links, wahrscheinlich hier, ich denke auch, dass Pellegrini wahrscheinlich eher links und Knauf rechts spielt. Na, Mbembe, die haben Optionen, auch vor allem nach vorne stärk und enorm starke Standards. Also Frankfurt, ein Team, weil das gerne auch mit einem Mittelfeldspieler in der Dreikette spielt, Hasebe, jetzt ist es Jakic, der das auch top macht. Wirklich eine Top-Mannschaft, auch wenn ich so die Namen lese. Wahnsinn. Tuta, Dicker, zwei super Verteidiger. Ein saustarkes Team. Ja, die Facts zu winnen, meine Lieben. Schnittstellen, Zustellen, Umschaltmomente, höllisch aufpassen. Frankfurts Riesenstärke hier mit Götze, Kamada, die immer Lösungen finden, an die Schnittstellen zu kommen und gut umzuschalten. Sehr ballsichere Spieler, sehr passstarke Spieler. Lindström mit seinem Speed, ne, falls er spielt. Kolumuani muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Für mich der absolute Top-Stürmer momentan der Liga mit so Nkunku. Das sind schon die zwei natürlich, die da echt so quirlig sind, kaum zu greifen. Top-Transfer, wahnsinnig Scouting-Arbeit, kann es immer wieder wiederholen. Fokussiert vor allem die letzten Minuten, ne, letzte 20 Minuten. Das ist einfach momentan so eine Auffälligkeit. Wir sind manchmal stehen K.O., aber jetzt können wir, wenn ich gesehen habe, dass was auf der Bank so ist, ist auch besser wechseln. Diesmal werden wir da nicht so kaputt sein. Einfach da fokussierter sein, das Spiel geht 90 Minuten plus, ne, wir haben auch in der Nachspielzeit gegeben, im einzelnen Tor bekommen nach einer Ecke, da wirklich, Jungs, Fokus, Fokus, wenn ihr Platz seid, lasst euch auswechseln, geht zum Enno, sagt, ich Trainer, ich bin Tor stehen, K.O., ich muss runter und das ist doch in Ordnung, aber nicht auf Krampf da auf dem Platz bleiben, wenn man wirklich kaputt ist, weil wir jetzt nicht gegen Frankfurt, die da hinten richtig nachlegen können. Aggressiv, Mentalität, Leidenschaft werden wir auf den Platz bringen. Ballbesitzphasen auch haben, ne, wie die erst 20 Minuten gegen Stuttgart. Laufen lassen auch mal den Ball, nicht nur vorpreschen. Natürlich auch auf zweiten Ball gehen, ein bisschen variieren. Ne. Wir können nicht die ganze Zeit nur auf den zweiten Ball gehen. Das ist einfach kräftezehrend, wenn man den Ball nicht kriegt und dann immer hinterherlaufen muss. Lasst den Ball auch ein bisschen laufen, Jungs. Habt Selbstvertrauen in die eigenen Stärken. Ne. Das können wir. Und wir haben einen Hexenkessel. Wir müssen diesen entwickeln. Den hatten wir mal gegen Bayern und den brauchen wir wieder. Das Stadion wird ausverkauft sein. Es gibt nur noch 1500 Karten. Die werden auch weggehen. Ne? Also es ist Full House gegen Frankfurt. Man sieht auch hier, was Frankfurt mittlerweile eine Strahlkraft auch hier nochmal an Frankfurt. Wie ihr mittlerweile in der Liga gesehen werdet, absoluter Wahnsinn. Als Top-Team, als Highlight-Spiel auch für uns mittlerweile. Früher war das nicht so. Auch Frankfurt hatte die letzten 10, 20 Jahre, ich bin auch schon 30, waren mal in der zweiten Liga so ein bisschen auch mal Aufstieg, Abstieg, ne, sehr kritisch. Und jetzt die letzte Entwicklung, die letzten 6 Jahre ist einfach nur der Hammer und nur steil nach oben. Ja, wir freuen uns auf das Spiel, Leute. Ich kann nur sagen, ich freue mich richtig, richtig. Ich werde wieder im Stadion sein. Es wird einen Vlog geben am Sonntag, Nachbericht nach dem Spiel, ne, 2-3 Stunden wird es auch geben. Ich hoffe, ich kann wieder mit voller Emotionen hier
mit euch den Sieg feiern. Es wird ein sehr heftiges Spiel. Mein Bauchgefühl ist, dass es nicht zum Sieg für uns reicht, aber wir auch nicht verlieren werden, wieder ein Top-Team Punkte nehmen werden. 2-2 ist so mein Bauchgefühl. Schreibt mir eure Tipps in die Kommentare. Mich würde auch interessieren, wie ihr im Mittelfeld auf der 6 spielen würdet und vor allem eure Tipps hier gegen Frankfurt in die Kommentare reinschießen. Auch gerne Frankfurter, schreibt auch eure Tipps. Alle hier willkommen natürlich. Ich freue mich einfach noch auf den Spieltag. Wir sehen uns dann spätestens Samstagabend auf YouTube im Nachbericht. Und es wird emotional. Es sind noch 3 Spiele bis zur WM. In diesem Sinne, lasst uns das genießen und Frankfurt ärgern. Ciao, euer Dennis. Grüße aus Augsburg.